Wir sind in der nigerianischen Woche und wir machen heute Chin-Chin. Die letzten Tage hat uns immer der Jeff alles bekocht und den Abschluss wollte ich machen mit was Süßes. Ich klebe jetzt, wir machen jetzt einen neuen Style, wir kleben immer unsere Aufkleber jetzt hier drunter. Immer Stück für Stück geht es dann weiter, bis wir komplette Welt hier haben. Wir brauchen ein bisschen Mehl hier. Dann haben wir hier zwei Eier. Tue ich hier rein. Habe ich hier Zucker. Die Mengenangabe steht bestimmt irgendwo unter dem Video. Ich habe Zucker mit Rohrzucker gemischt. Also stand nur Zucker, als ich mich erkundigt habe. Aber wichtig ist die Muskatnuss. Wir nehmen die komplette. Etwa 5 Gramm wiegt eine. Ja, jetzt muss ich erstmal reiben. Ne? Das dauert bestimmt erstmal. So, ich habe unser Muskat und unser Ei hier. Eine Nuss. Ich wollte euch das ersparen, das Zugucken. Also, wir denken, das soll eigentlich eine Süßspeise werden. Ich bin selber auch ziemlich gespannt, was daraus wird. Wir shaken das jetzt erstmal hier. Unsere Butter ist am Schmelzen gerade. Unsere Butter ist so halb geschmolzen. Ich mache die jetzt aber trotzdem schon hier rein. Wir wollen alles. Gib mir nochmal ein bisschen hiervon rein. Der Butter auch noch mit drauf. Butter ein bisschen zermanschen. Jetzt kommt unser Mehl da rein. Hier unseren Teig, den rolle ich jetzt noch aus. Oh ja, schön fest ist der Teig. Schon ein bisschen mit Energie verbunden jetzt. Aber genauso soll es ja werden. So, ich würde sagen, das ist schon perfekte Größe. Schon ordentlich Öl dazu. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis es heiß wird. Das sind die ersten, die wir testen. Erst einmal Rohlinge, damit die jetzt alle gleich dick werden. So, ja, wir warten, bis es auf Pfanne heiß ist. Das kann ein paar Sekunden noch dauern, glaube ich. Ich stelle mich schon mal hier rüber. So, ich habe den ersten schon drinne. Dann machen wir mal noch ein paar rein. Einen mache ich mal zum Testen. Ich kann natürlich noch mehr Fett nehmen, bis die richtig komplett umschlossen sind, aber ich finde, es ist angenehmer, wenn man sie von beiden Seiten wie einen Krapfen anbrät erstmal. So, unsere nigerianische Woche ist fertig. Unser Chin-Chin sieht super aus. Ich empfehle, jede Seite immer im Auge zu behalten. Das geht ganz schnell. Ich weiß nicht, wie stark eure Pfanne ist, also etwa eine Minute. Ich wünsche euch einen guten Appetit und ja, bye!